Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Heute wieder ganz normale Zeigefolge und ich sammle nicht lang rum. Wir starten. Wir sind Folge 223. In der Folge 223 starten wir mit einer Ersteinsendung von Flacke. Warst nicht du jemand, der einen Key im Livestream gewonnen hat? Ich glaube schon, ne? Und es ist eine typische Ersteinsendung. Ich finde das ganz lustig, weil die Ersteinsendungen, die ähneln sich alle ein bisschen. Halt relativ einfache Formen, weil gut, Simple Planes ist auch mega schwer, wenn man krasse Formen machen will. Aber vor allem die vielen Waffen. Das sehe ich immer wieder, wenn Leute Ersteinsendungen schicken, pappen sie irgendwie total viele Waffen dran. Auch hier der Fall. Aber ich bin mal gespannt, ob es fliegt. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, wie ich mein allererstes Flugzeug bei Simple Planes gebaut habe. Ich habe ganz schön lange gebraucht, bis das mal richtig gut flog. Aber das hier sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wobei, ich habe keine Ahnung, wie lange du dran gebaut hast. Aber die ersten Flugzeuge, das sind immer die schwersten. Ja, wobei, wenn ich mir dann so kranke Sachen angucke, die er mir teilweise schickt, da wird wahrscheinlich auch ganz schön Hirnschmalz reinfließen und beim Tüfteln. Das wird knapp. Naja, geht. Aber auch an dich der Rat, Flacke. Weniger ist manchmal mehr. Ich würde nicht so viele Waffen an das Flugzeug packen. Das sieht nicht so cool aus, finde ich. Das sieht einfach fehl am Platz aus. Einfach so hier, keine Ahnung, auch MG an die Seite, das ist dran geklatscht. Aber denken wir uns die Sachen mal weg und dann sieht das doch eigentlich ganz nice aus. Und es fliegt ja auch nicht schlecht. So, die Raketen. Achso, Mist, die Raketen kann ich gar nicht so abschießen. So weit ist der Flacke noch nicht. Komm, wir gehen kurz die Zerstörergruppe lünchen. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich gleich mal ein Päuschen machen. Ich glaube, wir haben nämlich gerade Fußballspielzeit. Muss ich mal gucken, was da so passiert in der Bundesliga gerade. Und ich muss sowieso eigentlich mal meinen PC ausmachen, weil es ist so mega warm in meinem Zimmer. Das ist echt unangenehm. So. Uhuhu. Alter. Fuck, da haben sie mich erwischt. Ich habe gedacht, ich würde es überleben. Aber das war dann wohl nicht der Fall. Okay, wir brauchen mehr als zwei Raketen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Raketen man braucht, um die Zerstörer zu plätten. Ich glaube drei, ne? Zwei sind zu wenig. Naja. Gut, machen wir weiter. Wir haben als nächstes ein Amphibienfahrzeug von Philipp Telemann. Das ist quasi eine Nacheinsendung vom Livestream. Das war ja eine Blitz-Challenge. Ihr solltet mir in der Blitz-Challenge, das hatten für die Leute, die nicht wissen, was es geht, also ich streame ja in letzter Zeit auch ab und zu mal. Und bei dem letzten Mal hatten wir auch Simple Planes im Livestream. Übrigens, der kommt auch irgendwann noch, lade ich den auch noch hoch, aber ich hatte jetzt schlicht und ergreifend noch keine Zeit dazu, den zu schneiden, denn das muss ich bei Livestreams tatsächlich dann auch mal machen. Und eine Challenge war halt ein Amphibienfahrzeug. Ja. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ah, sehr schön, alles schön runterklappbar. Nett. Sehr nett. Steuerung Q und E sind zwar vertauscht, aber das fährt sich richtig gut. Ist jetzt natürlich nicht die Schönheit vor dem Herrn, aber dafür muss man auch sagen, also wie gesagt, wir hatten Blitz-Challenges dabei und die Leute hatten nur 10 Minuten Zeit, was zu bauen und dafür ist das schon mal nicht schlecht. Also auch hier so mit einem leeren Innenraum oder so, also nicht einfach hier einen Block reingepappt. Also es ist schon echt gut geworden. Und weil das ganz gut ankam mit diesen Blitz-Challenges, werde ich das wahrscheinlich demnächst auch mal wieder machen im Stream.
Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, habe ich wahrscheinlich sogar schon mal wieder gestreamt, Sonntag wahrscheinlich. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich das morgen schaffe. Also nur zur Info, ich habe heute Samstag, während ich diese Folge aufnehme und ich will am Sonntag streamen, aber ihr wisst das jetzt schon, wenn ihr diese Folge schaut, ob ich gestreamt habe oder nicht. Naja, aber das ist echt ganz nett. Gut, hat jetzt nicht so die mega vielen Funktionen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht großartig was zeigen. Aber ganz cool geworden. Für 10 Minuten ist das eine ordentliche Nummer. Ich habe es nicht so schön hingekriegt. 223, genau. Was haben wir als nächstes? Einen Avion 156 modded bei Minecrafter 1981. Genau, also er hat das wohl nicht selbst gebaut, sondern hat das wohl übernommen. Aber hat dann irgendwie noch dran rumgemoddet. Was hast du denn da dran rumgemoddet? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe die Nachricht nicht mehr. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus. Sieht aus wie eine nach welchem Mix sieht das aus? Moment. Für was haben wir denn internetfähige Handys auf dieser Welt? Muss ich gleich mal schauen. Also für mich sieht das verdächtig aus wie die eine MIG-Variante. MIG 21 ist das, glaube ich. Sieht die so aus? Jupp, das sieht definitiv aus wie eine MIG 21, beziehungsweise hier das Näschen könnte ein bisschen länger sein. Stimmt, ich glaube, ich habe sogar auch schon mal eine MIG 21 hier in der im Let's Play gebaut. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ach, guck mal, das hier ist doch eine ganz coole Kamera. So. Halt eigentlich nur die Chase-Kamera, aber hier so ein bisschen seitlich. Das sieht ja nett aus. Das sieht echt nett aus. Die fliegt übrigens sehr, sehr gut. Ja, die MGs stimmen. Stimmt die? Ja, ja, ja. Die sind da bei dem Ding in den Flügeln drin. Ich finde übrigens das hier hinten auch ganz cool. Hier, dass quasi das Triebwerk noch so ein bisschen eingepackt wurde oben. So, das schmiegt sich ja hier gut an, dieses Stückchen. Finde ich sehr nett gemacht. Aber das Ding ist mega wendig. Aber ich glaube, das war meine MIG auch. Das scheint wohl irgendwie an der Bauart zu liegen. Keine Ahnung. Und es ist ganz schön schnell. Das Teil. Ups. Da gibt es wohl schon einen Fallschirm. Okay. Ah, wir haben gar keine Ground-Raketen. Ich habe gedacht, das wären die für den Boden, sind sie aber ja nicht. Ich wollte nämlich nochmal die Trägergruppe angreifen. Aber stattdessen greifen wir halt was ist das? Das Biggest Airplane an. Von wem auch immer das war. Aus der Folge 174 anscheinend. Kabums. Ich habe keine Ahnung, von wem das war. Komischerweise stand auch kein Name dran. Habe ich dann wohl damals vergessen. Was ist das denn? Sind da auch noch Flugzeuge unterwegs? Sah zumindest gerade so aus. So, da haben wir noch einen. Den schieße ich noch ab. Ein Bomber. Ich wurde auch gemissellockt. Und hier werde ich angegriffen. Naja, von niemandem. Also das Teil ist cool, aber joa. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was du daran gemacht hast. Bin gespannt. Und da habe ich gerade schon ein Flugzeug von Hunter gesehen. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch direkt eins. Nee, noch nicht. Hunter kommt nachher, aber jetzt schauen wir uns erstmal. Ich glaube, das war die Ersteinsendung von Bad Boy EU. Der hat ja auf jeden Fall einen Key gewonnen, das weiß ich. Kann mich noch daran erinnern. Und er hat keine Waffen dran gekleistert. Sehr gut. Sehr gut. Und für eine Ersteinsendung ist das echt nicht schlecht.
Oh, das lenkt sich schlecht. Es sieht ganz nett aus, aber lenkt sich nicht so gut. Aber habe ich ja vorhin schon gesagt, ist gar nicht mal so einfach, ein ordentliches lenkbares Flugzeug zu bauen. Aber das wisst ihr ja mittlerweile alle selber. Ist schon ganz cool. Ich hätte aber irgendwie eine andere Rumpfform gewählt. Ein bisschen klobig. Was ist denn das da hinten eigentlich? Achso, das ist das Fahrwerk, ne? Jupp, Fahrwerk. Da hat eben irgendwas gerappelt. Was war das? Das passiert auf jeden Fall nicht mehr. Wahrscheinlich ist gerade das Teil, das gerappelt hat, abgebrochen oder so. Und retten! Nein. Scheiße. Das wollte nicht so ganz. Ich wollte es doch noch abfangen. Rein theoretisch müsste ich doch. Warte mal, ich probiere gleich mal die Gruppen ab. Weil rein theoretisch müsste ich die Triebwerke absprengen können. Weil das ist ja. Das sind ja die Pylonen für die Raketen. Nee, geht nicht. Schade. Das wäre lustig gewesen. Bei dem Rumpf könnte man ja fast vermuten, dass es vielleicht auf Wasser landen kann. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Guck mal, da fliegt ein Flugzeug. Komm, wir hängen uns mal hinten an das Flugzeug dran. Ne, das ist mega langsam. An das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich glaube, das wurde mal als Rennflugzeug von irgendjemandem für mich konzipiert. So, jetzt probieren wir aber doch noch, ob das Ding ordentlich im Wasser zu landen geht. Wahrscheinlich ist es gar nicht dafür gedacht. Ich interpretiere in die Form nur irgendwas wieder rein, die was gar nicht existiert. Aber hey, das ist mein Job. So, erstmal ordentlich Speed aufnehmen. Das macht natürlich sehr viel Sinn für eine Wasserlandung. Erstmal 800 Meilen pro Stunde. Funktioniert bestimmt. Nein. Nicht wirklich. Habe ich aber nicht erwartet. So, was haben wir als nächstes? Den Blue Jet vom Hunter. Wie gesagt, vorhin hatten wir den Hunter schon gesehen und jetzt haben wir den Blue Jet hier vorne mit einem schönen neuen Air Intake. Den kann man ja mittlerweile auch modden oder es gibt ja die modbaren Air Intakes mittlerweile. Und hinten so ein fettes Triebwerk dran. Bin mal gespannt, wie das fliegt, weil das Teil muss ja mega schwer sein, aber let's see. Ich mag dieses matt glänzende von dem Blau ganz gerne. Ganz cool aus. Okay, das fliegt sich ziemlich krass sogar. Gucken, ob ich es irgendwie richtig schön zum Trudeln bringe. Nö, passiert gar nichts. Das richtet sich sogar selber wieder aus. Das erinnert mich von der Form her so ein bisschen. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz nachgucken. Wie hieß die? War das das hier? Nee. Das hier? Ich gucke gerade Flugzeuge nach. Genau, das erinnert mich nämlich so ein bisschen an eine MiG-17. So ganz leicht irgendwie. Die Flügel sind halt ähnlich. Also die Hauptflügel sind auch bei einer MiG-17 relativ weit vorne. Gut, jetzt nicht so vorn, so weit vorne, aber ne? Gut, das Heck. Das passt halt überhaupt nicht, aber hier auch so diese abgehackte Nase mit dem Air Intake, alles eher, ich sag mal, rundlich, füllig, die Formen, weiblich. Erinnert mich stark an eine MiG 17. Würde mich mal interessieren, ob du da ein Vorbild drin gesehen hast, als du das gebaut hast. MiG 15 sieht noch ein bisschen anders aus, die sind ein bisschen bulliger, aber auch ähnliches Konzept. Also die beiden Mix haben eigentlich das Höhenruder hier oben drin. Also das hier müsst ihr euch hier integriert im Seitenleitwerk vorstellen. Aber vielleicht ist es ja auch nur zufällig entstanden, jetzt so die Form, auch die Flügel. Kann ja sein. Also es geht ja, also es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ein Flugzeug zu bauen. Man braucht halt zwei Flügel. Cockpit, ein Rumpf, ein Triebwerk und so, ne? So, und jetzt ärgern wir mal ein bisschen
die Crews auf den Schiffen. Wie sie es vor irgendwie vom halben Jahr oder so. Was waren das? Russische Kampfflugzeuge bei Amerikanern gemacht haben? Oder andersrum? Oder Amerikaner bei russischen Schiffen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas habe ich dann. Habe ich mal im Internet gelesen. Dass halt irgendwelche Flugzeuge von irgendeinem Land über. Irgendwelche Schiffe von irgendeinem anderen Land so ganz tief drüber geflogen sind. Und das wird ja normalerweise schon als Bedrohung gewertet. Tja, momentan passiert so viel Scheiße auf der Welt, das müsste echt nicht sein. Also, das ist echt ein nettes Teil. Bitte mal in die Kommentare schreiben, welche Inspiration du davon hattest. So, und als letztes haben wir noch eins von Bad Boy, einen F7F1. Ist das ein echtes Flugzeug? Sieht zumindest ziemlich echt aus. Auch hier schon, zweite Einsendung, direkt die Flügel in Fuselage-Blöcke verpackt. Respekt, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das angefangen habe. Also auf jeden Fall nicht beim zweiten Flugzeug. Bei mir hat das ewig gedauert, bis ich mich da dran getraut habe. Weil das zerschießt einem ja wieder die ganze Gewichtsverteilung im Flugzeug. Also nicht schlecht, dass du dich da so früh rantraust. Hätte ich nicht gewagt wahrscheinlich. Oh, das fliegt schön. Das fliegt ein bisschen halt wie so eine kleine Transportmaschine. Ist das ein echtes Flugzeug? Ich weiß nicht warum, aber ich meine diesen Namen F7F mal in War Thunder gelesen zu haben. Kann das sein? Kann auch sein, dass ich mich fürchterlich täusche, aber irgendwie hört sich das für mich War Thunderig an. Als hätte ich es dort schon mal gelesen. Aber was könnte es dann für ein Flugzeugtyp sein? Ein Jäger, ein schwerer? Also ja, hier sind ja MGs verbaut, klar, aber muss ja nichts heißen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein schwerer Jäger ist. Halt zwei fette Motoren, relativ groß, ordentliche dicke Bewaffnung. Könnte ein schwerer Jäger sein. Halt wie die BF-110 oder so, ne? Auf jeden Fall ein schönes Ding, du. Und so steuert sie sich halt auch. Ist jetzt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, so mega wendig wie, warte mal, welche Flugzeuge waren in War Thunder wendig? Die englischen Spitfire und so, die waren ziemlich wendig, ne? Aber muss ja auch nicht. Dafür hat es halt wahrscheinlich dicke Panzerung, fette Waffen. Aber es hat keinen Gunner nach hinten oder so. Oh, komme ich da über den Berg drüber? Das wird knapp. Alter, das wird immer langsamer. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Das habe ich schon lange nicht gemacht. Wie verhält sich das gute Stück denn, wenn ich einfach nur gerade nach oben fliege? Okay, es wird nicht immer langsamer, wie ich vermutet habe, sondern es hält irgendwann einfach nur noch die Geschwindigkeit. Ah doch, jetzt wird es langsamer. Ich will gucken, ob es nach unten fällt. Irgendwann einfach wie ein Stein, weißt du? Strömungsabriss und allem, mit allem drum und dran. Das scheint das Flugzeug aber gewissentlich zu ignorieren. Na gut. Schade. Ah doch, jetzt habe ich es geschafft, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, das Flugzeug ist in allen Lebenslagen stabil. Krasse Scheiße. Also für eine Zweiteinsendung Respekt. So, und das crashen wir jetzt nochmal am Boden. Ich will gucken, wie stabil es wirklich ist. Ob irgendwas dafür übrig bleibt. Ja. Das Heck bleibt übrig. Sehr gut. Kann man wieder verwenden. Na, jetzt nicht mehr. Gut, und ich würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.